Hier seht ihr die Sachen, die man für einen Future Cell Truck braucht, um ihn in Betrieb zu nehmen. Man braucht Salz, ein Becherli aus Plastik am besten, einen Teelöffel und ein Pipettchen. Jetzt zeige ich euch anfangs mal, wie ihr das machen müsst. Am Anfang muss man 5 Teelöffel Wasser hier rein tun. Und das mache ich jetzt gut. Das haben wir jetzt gemacht. Am besten soll das Wasser noch warm sein. Und jetzt müssen wir einen Teelöffel Salz rein tun. Am besten so gestrichen. Jetzt müsst ihr warten, bis das Salz hier innen aufgelöst ist. Das geht etwa so zwischen 5 und 10 Minuten. Wenn es jetzt einigermaßen aufgelöst ist, könnt ihr hier mit dieser Pipette hier ein bisschen aufziehen. Und einfach schauen, dass man wirklich nur Wasser und kein Salz verrutscht. Dann könnt ihr hier das Teil kann man hier hinlegen. So, jetzt kann man mit der Pipette doch etwas Wasser drauf tun. Aber schauen, dass es nicht auf Kontakt rauskommt. Schauen, dass wirklich überall etwas Wasser ist. Aber nicht zu viel. So. Kann man noch das andere Blättchen auch noch drauflegen. So. Und jetzt sollte es eigentlich fahren, wenn man es jetzt zusammenstückt. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, sollte es fahren. Und hinten haben wir ein Gewicht drauf, da, wie ihr hier seht, weil es hat zu wenig Kontakt gegeben und es hat angefangen durchzudrehen. So, jetzt erkläre ich nachher noch etwas, für was das die einzelnen Teile sind und wie es genau funktioniert. Also, das ist das Kohlenstoffblättchen. Hier kommt die Kathode drauf, also Plus. Hier ist das Feinstoffblättchen. Hier kommt das Salzwasser. Lernt ihr ja mit der Pipette hier drauf und das saugt es dann hier auf. Und das müsst ihr nach jedem Gebrauch auswaschen. Und das auch, aber nicht zu fest, nur Wasser drüber laufen. Und hier das ist das Magnesiumblättchen. Hier kommt die Anode drauf, also Minus. Und das oxidiert, wenn man es braucht. Wenn hier Salzwasser drauf kommt, oxidiert es. Und das wird dann negativ aufgeladen und es geht dann Strom ab. Und wie es haargenau funktioniert, sage ich euch jetzt. Also in der Gesamtreaktion reagiert der Sauerstoff mit dem Magnesiumoxid in Anwesenheit von Wasser und wird dann zum Magnesiumhydroxid. Und so funktioniert das eigentlich. Wenn ihr noch etwas mehr wollt wissen, was die einzelnen Bestandteile oder was sie machen, findet ihr in der Anleitung auf Seite 27 noch mehr, was für ihr da ist, was Magnesium macht, was die einzelnen Feinstoffblättchen, was der Motor, was zusammen seine Bestandteile ausmachen. Und hier seht ihr auch noch Sachen von Fehlerbehebung. Wenn es bei euch nicht mehr funktionieren, müsst ihr vielleicht hier mal probieren. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spass beim Future Cell Truck in Betrieb zu nehmen.